Wir starten direkt durch. Heute ist großer Umzugstag. Die kleinen Babys sind mittlerweile fast 3 Wochen alt. Wir kippen einfach die ganze Brühe hier rein. So, und jetzt nehme ich mir diesen Schwamm, nämlich hier. Werde hier einmal drüber wischen. Nicht komplett sauber machen, einfach nur mal so hin und her, hier und da, dort. Ne? Nicht komplett sauber machen, denn ich werde die Kästen sofort wieder starten. Und dann machen wir das Becken auch gleich wieder startklar. Es kommt wieder ein bisschen Moos aus dem Eimer raus. Allerdings das alte Moos, nicht das frische, das wir heute reingelegt haben. Ein paar Schwimmpflanzen noch drauf, die können sich hier vermehren. Und hier ist ein, kein Seemandelbaumblatt, nein, das ist ein Walnussblatt. Und wir kommen schon zum nächsten Projekt. So ist das, man kommt halt von eins aufs andere. Wir starten direkt durch, heute ist großer Umzugstag. Ja, Umzug tatsächlich. Unsere Babys von den Koi-Gubbis, die wir zur Zucht ausselektieren wollen, also uns die schönsten heraussuchen zur weiteren Zucht, die sind hier drin. Wir hatten 2 Weibchen, die Junge abgesetzt hatten. Was genau wie, erfahren wir alles im Laufe des Filmes. Und dazu habe ich jetzt hier die Kanister, sage ich einfach mal, die Behälter aufgebaut. Und auch dazu erzähle ich gleich einiges, denn das ist doch sehr wichtig. Ich würde sagen, für die Zukunft auf jeden Fall mitzunehmen, was so funktioniert. Wissen erlangt man einfach durch Machen und manches, ja, zeigt sich von ganz alleine dann, dass es tatsächlich möglich ist, genauso wie hier mit den beiden Kästen. Aber wie gesagt, Näheres erfahren wir jetzt im Laufe des Filmes. Ganz wichtiges Thema für die Zukunft wird, oder ist auch schon, Mikroorganismen. Infusorien heißen die, glaube ich, sind so Kleinstlebewesen. Und wir haben hier einen Heuaufguss gemacht, den habe ich vor 2 Tagen gemacht. Das Schildchen liegt zur Beschwerung des Heu, damit es halt unten bleibt. Denn anfangs ist es ja trocken und ja, nach 2 Tagen sieht das jetzt schon so aus. Also doch sehr interessant, dass sich da jetzt schon etwas entwickelt. Das Ganze ist allerdings abgedeckt. Also ich habe das nicht offen stehen, sondern ich habe da, einen Eimer drüber stehen. Tja, mal gucken, wo das in der Zukunft hinführt. Das Ganze geht übrigens auch mit Moos. Ja, das Ganze funktioniert auch mit Moos tatsächlich. Wir können vielleicht hier erkennen, ganze viele Babys, wobei ich hatte das schon gestern Abend reingeschmissen. Und seitdem tummeln sich hier die ganzen Babys von den Garnelen und sind hier am Weiden. Also die fressen hier die Mikroorganismen und Biofilm, der sich entwickelt hat. Ich habe extra nur ein kleines Stück hier reingeschmissen, damit man das gegebenenfalls mal ja, sehen kann, dass die Tiere sich da ja, fröhlich drüber hermachen. Ne? Gut, scharf stellt er jetzt gerade nicht alles, aber ich denke mal, die eine oder andere kleine Garnele können wir tatsächlich erkennen. Ja, tolle Sache, muss ich sagen. So, ich muss hier aufpassen, dass ich mir nichts umtrete. Ich habe einiges rumstehen hier. Hallo und herzlich willkommen im Bereich der Aquaristik. Wir sind noch Anfänger und wir werden gemeinsam hier lernen, auch durch euch. Ganz klarer Fall. Ne? Ich gebe euch Content, so wie ich das hier mache, wie ich das lerne, wie ich etwas erlebe, wie ich etwas sehe, wie ich etwas praktiziere. Aber in dem Zuge ganz klar nochmal gesagt, dass es in erster Linie mir darauf ankommt, nicht unbedingt neue Wege zu gehen, aber Wege zu gehen, die man vielleicht gar nicht so kennt. Oder wo man sich sagt, oh, ob das so klappt, da glaube ich nicht. Ne? Das machen wir hier. Definitiv, wir haben jetzt eins schon erlebt, filterlose Aquarien, das funktioniert. Allerdings ist das Thema sehr groß, das wollen wir heute nicht anschneiden. Bei den beiden Babybecken haben wir das jetzt gesehen, bei den Gubbis tatsächlich, oder werden wir es jetzt im Laufe des Filmes auch noch sehen. Aber eben was sehr interessant ist, ist eben Mikroorganismen als Futter. Also Infusorien nennen sie sich, glaube ich. Da hat der Joachim Mund schon einiges zu gemacht. Und ja, darauf bin ich dann mehr oder weniger auch drauf gekommen, nicht hängen geblieben, aber drauf gekommen, da selber etwas auszuprobieren, ob das alles so Tatsache gegeben ist. Ja, und wie ich sehe bei den Garnelen, funktioniert das. Und das ist sehr, sehr wichtig sogar für die kleinen Babys. Sie bekommen zwar auch Staubfutter bei uns, ne? Aber wenn man zu viel Staubfutter füttert, belastet man das Wasser einfach zu stark. Und diese Mikroorganismen, wenn die von den kleinen Babygarnelen gefressen werden, ist das natürlich wesentlich einfacher für das Wasser selber, dass es nicht belastet wird. Also darauf kommt es dann in erster Linie an. Aber da müssen wir uns noch rantasten nach und nach. Die Thematik ist eigentlich ganz einfach. Ein Eimer mit Wasser. In dem Fall habe ich, glaube ich, sogar eher Aquariumwasser drin gehabt. Und dort habe ich Moos reingeschmissen, was ich übrig hatte. Und das ist jetzt 2 Wochen stand das, glaube ich, rum und ich habe es dann auch verwendet schon für verschiedene Sachen, aber nicht so im Hinterkopf eben das tatsächlich auch als Mikrofutter für Babys zu verwenden, auch für Babyfische übrigens dann. Ne? Von daher, schwerpunktmäßig soll es um den Umzug heute gehen, aber ich habe ganz viele Sachen, die sich hier entwickelt haben, die ich euch auch mitteilen werde in dem Zuge. Es wird also sehr umfangreich heute definitiv wieder werden. Aber okay, so soll es ja auch sein, ne? Denn man lernt ja nur mit dem, was man macht, was man sieht, was man erlebt und wo man auch Spaß dran hat. Und das sind hier natürlich dementsprechend gut geht, dass man es
den möglichst irgendwie, ja, so gibt, wie sie wirklich glücklich sein können. Sagen wir es mal so. Okay. Und zu dem Thema Aquarium, Weißglas-Aquarium kommen wir auch noch. Denn da gibt es auch eine ganz wichtige Thematik, die ich jetzt verändert habe. Dann schauen wir jetzt kurz rein. Gut, jetzt einiges am Moos schon weg hier, weil ich das für die Becken schon gebraucht habe, für den neuen, für den Umzug. Ich habe hier nichts gemacht, also keinen Wasserwechsel oder sonst irgendwas. Und ich habe damals Moos reingeschmissen und mit Aquariumwasser, wie gesagt, aus dem Garnelenbecken. Hier sind auch Schnecken drin. Man sieht auch Mulm, der sich entwickelt hier unten. Ne? Also ich habe da nichts gemacht. Weder Sauerstoffpumpe rein, noch sonst irgendwas, also Luftpumpe in dem Sinne, ne? Luftströmung, gar nichts. Das steht also so auf dem Boden rum hier. Und tolle Sache, muss ich sagen, das ist tatsächlich funktioniert. Also das nehme ich heute definitiv erstmal so mit. Ja, okay. Dann kommen wir jetzt vor dem Umzug, vor dem großen Umzug tatsächlich einmal zu dem Weißglas-Aquarium hier. Da möchte ich mir mal kurz was erzählen. Und zwar haben wir die Babys damals, ja, hier aus dem Behälter raus, wo die Mutti die rausgelassen hat und hier reingesetzt. Und wir haben hier das Wasser, sorry für die Spiegelung, weil ich muss alles umstellen, umbauen, das war mir jetzt Banane. Hör auf, also wir haben das Wasser raus, hier da rein und dann die Babys da rein. Also kein Frischwasser, sondern das Wasser hier raus. So, und dann habe ich täglich Wasserwechsel gemacht, ungefähr ein Drittel damals bis hier. Und nach 3 Tagen oder so bin ich jetzt übergegangen, tatsächlich die Hälfte zu wechseln. Dann aber auch wieder hier aus dem Becken da rein. Also kein Frischwasser. Das habe ich übrigens bei beiden Becken so gehandhabt. Und nach ungefähr, ich müsste jetzt lügen, 7 Tagen oder so, nach einer Woche sagen wir mal, bin ich dann dazu übergegangen, nicht mehr täglich Wasser zu wechseln, sondern alle 3 Tage. Alle 3 Tage, ich habe das natürlich beobachtet, ganz klarer Fall, und auch nachgemessen, alle 3 Tage habe ich dann Wasserwechsel gemacht, die Hälfte. Ne? Also anfangs, wie gesagt, öfters, weniger. Gut, dann habe ich, wie gesagt, die Hälfte und dann dem Zuge später dann alle 3 Tage nur noch. Und es hat wunderbar funktioniert. Sie wurden kräftig gefüttert, damit sie sich auch ordentlich entwickeln können. Und das haben sie auch, das sehen richtig klasse aus. Auch wenn man sich unbedingt scharf sehen kann hier durch das Becken. Aber ja, es geht ihnen gut, die Wasserwerte passen, also es funktioniert. Und das ohne Filterung. Wir haben auch hier Moos damals reingeschmissen. Das haben wir übrigens auch aus dem Eimer rausgeholt. Wahrscheinlich liegt es auch daran, so ein bisschen, dass das funktioniert. Und wir haben hier halt ja, einen Ausströmerstein drin, ne, wo halt Luft durchgeht, aber auch nur wenig, nicht viel. Und es hat funktioniert. Also das ist eine coole Sache, muss ich sagen. Gefüttert wurden sie abwechslungsreich mit Artemia und dementsprechend mit Staubfutter, verschiedenem auch. Und auch das hat funktioniert. So, und jetzt kommen wir zu den Becken. Wir haben hier neue Fische drin, wie du vielleicht schon gesehen hast. Ich weiß gerade nicht genau, wie sie heißen. Rotflossensalmer oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die aus einem ganz bestimmten Grund geholt. Genauso wie unseren Barsch, der hier drin ist. Wir haben hier einen Zwergbuntbarsch drin. Da ist gerade übrigens das Weibchen da. Ja, pass mal auf. Wir haben hier Guppies drin. Und jeder kennt Guppies, ne? Ja, der Millionenfisch, also die vermehren sich wie verrückt. Ne? Und hier im Becken soll das nicht so sein. Das heißt also, die Fische, die jetzt hier drin sind, einmal diese und dann eben auch der kleine Zwergbuntbarsch, die fressen tatsächlich ja alles, was so an kleinen Tierchen, ach da hinten ist er übrigens, an kleinen Tierchen reinkommt. Ne? Und der Kerl hier, der ist ein ganz besonderer, denn der macht noch was ganz Tolles. Wir haben, hatten eigentlich eher hier diese Mützenschnecken. Der Kerl, der lutscht die alle aus. Ja, da habe ich nicht schlecht geguckt. Der kaute einen Tag so rum, wo ist er denn jetzt? Und ich dachte, was macht der denn? Und plupp, spuckt er einfach mal die Schale von einer Mützenschnecke aus. Und dann wusste ich tatsächlich, wo die Mützenschnecken geblieben sind. Also der hat sich hier munter, fröhlich durchgefressen. Ja, das ist also schon sehr interessant, muss ich sagen. Irgendwo da hinten ist er gerade. Dass das Schätzchen das so gemacht hat. Ne? Wo ist er denn? Irgendwo da hinten hinter. Okay, komm, ich will euch auch nicht zu lange aufhalten, denn das soll gleich weitergehen hier. Denn wir brauchen hier auch nochmal Wasser raus aus dem Becken. Deswegen steht das hier zum Nachfüllen. Wir haben hier Osmosewasser drin. Ne? Du kannst auch destilliertes Wasser nehmen, aber wir haben Osmose aus der Umkehrosmoseanlage bei uns. Das habe ich aufmineralisiert mit GH und KH Plus auf ca. 230, 250 Mikrosiemens. Das kommt hier wieder rein. In dem Zuge hole ich hier aber vorher Wasser raus, aus einem ganz einfachen Grunde. Wie gesagt, sonst packe ich das immer hier rein, ne, beim Wasserwechsel. Aber dieses Mal geht es hier hin. Also hier habe ich tatsächlich frisches Wasser drin, weil so viel Wasser konnte ich aus dem Becken jetzt nicht rausholen für beide. Und in dem Zuge kommt der Rest dann dementsprechend noch aufgefüllt dann jetzt mit Aquariumwasser. Ja, damit halt hier alles drin ist, was drin sein sollte, sage ich es mal so, an Biologie und hast du nicht gesehen. So, dann kommen wir noch zu etwas sehr Interessantem. Wir haben hier jetzt einen Luftheber drin, tatsächlich mit Filter, Schwamm in dem Sinne.
Ich habe ihn auf minimalste Stufe jetzt gerade laufen. Ich kann ihn noch schwächer stellen, wenn ich mehr anschließe. Aber sonst läuft er auf minimalste, minimalsten Durchfluss. Das kann tatsächlich noch weniger sein, als es jetzt gegeben ist. Das ist definitiv so. Also das braucht keinen starken Durchfluss haben. pH-Wert ist gewesen hier 7,15 heute Morgen. Dann habe ich das Ganze angeschlossen hier. Ich versuche es mal. Einmal kurz drücken. Ja, guck mal, wir sind jetzt schon bei 7,4 noch was. Also bei 7,5 wird er sich einpendeln zum Schluss. Und das ging jetzt innerhalb von einer Stunde. Ne? Ist der pH-Wert hochgeschossen, auf gut Deutsch gesagt, bedingt durch die Luft, die hier reinkommt. Ne? Also ist eine sehr interessante Geschichte. Kennen wir schon, wer die Filme verfolgt hat. Warum der Schwamm hier drin liegt, sage ich dir gleich auch. Denn auch das hat eine interessante Bewandtnis auf sich. Auf jeden Fall. Ja, okay, es gibt eine Menge zu erzählen heute. Das ist jetzt die neue Pumpe, die ich habe. Die habe ich jetzt für diese Becken, aber nicht nur für die beiden. Da kommen noch mehr Becken dazu später, denn die ist etwas stärker. Das ist die 400er. Irgendwo steht es da, R400. Bei der anderen haben wir die 200er. Und das wurde mir jetzt zu schwach mit der Zeit. Deswegen habe ich jetzt die 400er. Dann haben wir hier diese Schwammfilter mit Luftheber im Prinzip dann. Ja, Luftschlauch dazu, ganz klarer Fall. Ja, und damit wird das Ganze jetzt technisch bestückt. Also nicht so viel Technik. Hier kommt auch keine Heizung rein oder dergleichen. So, langsam starten wir mal den Umzug, damit wir hier weiterkommen. Also, ich nehme hier erstmal Wasser raus. Möglichst ohne Fische. Ja, besser ist das, ne? So, und dann kommt das nämlich jetzt hier direkt rein. Und das fülle ich jetzt auf. Ja, ich würde sagen so 3-4 Liter ungefähr, dass wir so knapp hier über den Rand kommen. Damit du weißt, was ich jetzt hier mache. Kleine Babys sind mittlerweile fast 3 Wochen alt, noch nicht ganz. So, ich habe hier nochmal Wasser rausgenommen, hier nochmal rein in einmal, wo ich das Moos drin habe, wo sich dann Mikroorganismen entwickeln sollen, weil ich das Wasser, was hier drin ist, doch dann auch hier mit rein haben möchte. Also haben wir heute Mischmasch gemacht. So, das Moos nehmen wir jetzt raus hier. Man könnte es auch hier mit reinlegen, aber ich hatte ja, wie gesagt, jetzt hier aus dem Eimer mit den Mikroorganismen das Moos drin. Und deswegen kommt das Moos dann jetzt tatsächlich hier rein und kann sich hier wieder, ja, beleben, sagen wir es mal so, ne? Denn das ist eine richtig coole Sache. So, und jetzt kommen die Fische nämlich hier rein und ja, ich sag's mal so, wie es ist. Wir kippen einfach die ganze Brühe hier rein. Kann man noch sehen, ja doch, ne? So, langsam. Und somit bringen wir eigentlich dann somit bringen wir das Wasser, was hier drin ist, mit rein. Ne? Das ist dann für die Fische auch wesentlich besser. Die Schnecken haben sich übrigens auch sehr gut entwickelt hier drin. So, und flups, die Bobs. Jawohl, sind noch nicht alle drin, da ist noch einer. So, nein, der will nicht, der will immer nach oben schwimmen. Und noch nicht, komm, Schätzlein. Der will da nicht rein, glaubst du wohl? Bist du drin? Jawohl. So, nochmal einmal checken. Und dann setzen wir jetzt auch die Schnecken hier mit rein. Das sind Posthornschnecken. Die sorgen dafür, dass überschüssiges Futter, was sich so entwickelt, aufgefressen wird. Die können auch hier Algen fressen dementsprechend. Und auch durch die Ausscheidung der Schnecken entstehen Mikroorganismen. So, ich glaube, jetzt haben wir sie alle drin. So, und jetzt nehme ich mir diesen Schwamm nämlich hier und werde hier einmal drüber wischen. Nicht komplett sauber machen, einfach nur mal so hin und her, hier und da, dort. Ne? Nicht komplett sauber machen, denn ich werde die Kästen sofort wieder starten. So, da kommt noch ein bisschen Wasser mit dabei. Und dann kommt das tatsächlich, jetzt könnte man denken, macht lauter Dreck da rein. Ne? So, das kommt da mit rein, weil hier auch hier sind viele Mikroorganismen an den Rändern. Und dementsprechend Mikroalgen auch, die sich entwickeln. Von daher kommt die ganze Suppe mit rein. Hier, gucke mal. So, jetzt könnt ihr schwimmen, fressen und wachsen. So, ich nehme einen Schlauch, einen größeren oder dickeren in dem Sinne. Aufpassen, dass wir hier keine Fische mit reinsaugen. Und dann lasse ich das Becken sofort wieder volllaufen, dass die Wände erst gar nicht trocken werden. Das ist schon wichtig, denn ansonsten ja, bringt das nichts. Dann kannst du nämlich, wenn du Pech hast, tatsächlich komplett erstmal Clean-up machen bei den Behältern. Direkt wieder mit Wasser füllen, damit die Mikroorganismen weiter wachsen können, dann tatsächlich auch hier drin. Also schon cool, dass das dann halt jetzt funktioniert hat, nur mit dem Luftströmer, Ausströmer in dem Sinne. Tolle Sache, muss ich sagen. Also es war ein ja, cooles Erlebnis bis hier, bis heute, dass es wirklich funktioniert. Ne? Also brauchst du kein Filter, gar nichts tatsächlich, solange die Fische, ich sag's mal so, im Verhältnis zum Wasser passen. Das ist immer das A und O bei der Sache. Ne? Du darfst in so einem Becken natürlich keinen Fisch drin haben, wo du das mehr Fisch als Wasser hast, dann funktioniert das nicht. Ne? Aber wenn du, sagst mal so wie es ist, wenig Fischmasse und viel Wasser hast, kann das funktionieren. Ja? Und es hat funktioniert. Aber wie gesagt, man soll es dann nicht übertreiben, nicht zu viele Fische reinpacken.
gerade bei Babys, das funktioniert. Es ist aber auch mal wieder so, ich sage so, wie es ist, ne? In den amerikanischen Filmen oder englischsprachigen Filmen wirst du viel mehr Informationen finden als im deutschsprachigen. Das ist definitiv so. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Und da wird das genauso praktiziert in dem Sinne. Sicher auch mit Frischwasser in dem, aber ich wollte jetzt mal ausprobieren, wie das halt ist, wenn ich hier ja das eigentliche Aquariumwasser verwende und damit dann auch Wasserwechsel mache. Und es hat funktioniert. Es ist nur auch so, wenn ich hier im großen Becken Wasserwechsel machen würde, mache ich ja regelmäßig, aber brauche ich ja nicht, weil ich ja immer Wasser hier raushole, ne, und wieder nachfülle. Von daher ist hier sowieso die Biologie wesentlich besser, als wenn man jetzt, ich sag's mal so wie es ist, im Zuge einmal wöchentlich Wasserwechsel machen würde und das Wasser dann nehmen würde. Ne? Aber wenn man hier ständig, kontinuierlich Wasser nachfüllt, weil man was rausholt, ist das Wasser natürlich bombastisch. Okay. Und dann machen wir das Becken auch gleich wieder startklar. Es kommt wieder ein bisschen Moos aus dem Eimer raus. Allerdings das alte Moos, nicht das frische, das wir heute reingelegt haben, ne, sondern das alte. Ein kleines bisschen reicht vollkommen aus, das wächst ja auch. Wann ich die Becken jetzt wieder brauche, weiß ich nicht, aber ich lasse sie einfach laufen. Ne? Dann sind sie nämlich im Prinzip fertig später, wenn wir sie dann wieder brauchen. Okay. Vielleicht können wir so einigermaßen erkennen, hier sind die Dario drin. Zwergblaubuntbarsche. Jetzt hat er sich versteckt, das war glaube ich das Männchen. Das Weibchen, weiß nicht, ob er das jetzt gerade da hinten ist das Weibchen. Aber man kann so etwas erkennen, denn hier habe ich so ein bisschen ja, Huminstoffe drin, dass es ein bisschen bräunlich ist. Und ja, bedingt durch die Kunststoffwanne kann man sowieso nicht so gut durchfilmen. Aber ich wollte es mal kurz gezeigt haben. So, ein paar Schwimmpflanzen noch drauf. Die können sich hier vermehren. Und hier ist kein Seemandelbaumblatt. Nein, das ist ein Walnussblatt. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade jetzt für die Schnecken als Futter. Damit die auch ein Dauerfutter haben. In dem Sinne, was anderes fressen können als nur Algen oder Futterreste. Denn das fressen die sehr gerne. Von daher ist das hier mit drin. Ja, guck mal. Machen sich doch prächtig. Das Becken werde ich dann alleine später mal starten. Achso, ich kann es mal kurz zeigen. Hier am 30.03. haben wir es gestartet. Mit Osmosewasser, mit GH und KH dementsprechend aufmineralisiert. 10 Liter Wasser. Und jetzt halt dann nochmal 3 Liter dazu. Also 13 Liter sind jetzt hier drin. Und eben dann Walnussblatt 1 mit rein. Das habe ich hier drin auch bei dem. Ja, okay. Dann würde ich sagen, haben wir den Umzug soweit erstmal abgeschlossen. Deckel noch drauf und fertig. Bei den Dario können wir das sehr schön sehen, denn hier ist auch ein Walnussblatt drin für die Schnecken. Und das ist schon gut aufgemampft, muss ich sagen. Das liegt ungefähr 3 Tage drin. Also das ist echt, kannst du bald schon als Hauptfutter nehmen tatsächlich für die Schnecken. Also ist genial. Ne? Das tolle Sache, Herbstlaub wohlgemerkt. Das haben wir im Herbst gesammelt. Das ist von einem Walnussbaum, wo die Blätter direkt auf einer Hecke gelandet sind, auf so einer halbhohen Hecke, also so Brusthöhe ungefähr. Und da konnte ich die alle von runter sammeln. Und das war eine ganz tolle Sache. Also wenn du einen Walnussbaum hast, am besten ja, spannst du dir ein Netz oder so, wo die Blätter drauf fallen und auch abtrocknen können und nicht im Matsch liegen. Das wäre schon ganz wichtig. Ja, und somit ist das dann die einfachste Variante in dem Sinne. Aber toll. Richtig cooles Futter, nicht nur für Garnelen, sondern auch für Schnecken. Gut, die Dario haben da nicht wirklich viel von, aber doch auch, weil Mikroorganismen, insbesondere Infusorien, später für die Babys ganz wichtig sind. Und da spielen diese Blätter auch eine ganz wichtige Rolle. Kurz erzählt und wichtig, Licht. Wir haben hier Fenster, das heißt, ich strahle das Licht natürlich volle Pulle rein. Ist für die Algenentwicklung bombastisch, soll aber nicht sein. Und ich habe mir so Filzmatten besorgt, die werde ich mir zurechtschneiden und dann hier drumherum kleben, damit der Lichteinfall nicht zu stark ist. Ne? Besser ist das dann. Und ansonsten haben wir da unkontrolliertes Algenwachstum irgendwann und das wollen wir ja nun auch nicht. Dürfen sich Algen entwickeln, klarer Fall, aber nicht so, dass das ganze Becken hinterher nur noch Alge ist. Das wollen wir auch nicht. Ja, und warum sind sie jetzt umgesetzt worden? Warum sind sie umgezogen? Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar sind sie gewachsen. Das heißt, sie brauchen mehr Schwimmraum. Aber man sollte kein zu großes Becken wählen, denn sie sollen schon das Futter, das reinkommt, auch zügig wegfressen. Und das geht tatsächlich besser oder einfacher in dem Sinne, wenn das Futter schnell in dem Sinne gefunden und gefressen wird, ne? Als wenn sich das komplett in einem riesengroßen Becken verteilt und überall ablagert, überall zwischenfällt. Deswegen habe ich hier übrigens auch keinen Bodengrund drin, damit die Tiere das auch vom Boden noch aufnehmen können, ohne dass es irgendwo zwischenrieselt, dort drin bleibt und dementsprechend das Wasser belastet. Deswegen, und man kann gegebenenfalls, wenn man denn mal den Bodengrund absaugen will, das ganz einfach handhaben. Okay.
Es wird noch etwas Neues bald geben, und zwar Filterlava. Ja, Lavafilter. Nein, wir wissen ja eigentlich schon, dass Lavastein offenporig ist und gut für Mikroorganismen ist. Deswegen haben wir das ja auch in vielen Aquarien drin. Und das habe ich mir mal mitgenommen, ist jetzt aus dem Teichbereich in dem Sinne. Allerdings sollte man das vorher waschen. Ich zeige das mal, ich habe es nämlich heute Morgen voll Wasser gefüllt. Und das sieht nicht so gut aus, ne? Also das muss erstmal kräftig gewaschen werden. Aber das Schöne ist, dass die Steine relativ groß sind, muss ich sagen. Ne? Nicht so kleine, wie wir das jetzt so als Bodengrund haben. Und so Riesensteine in dem Sinne, ne? Für die Gestaltung im Aquarium. Aber auch hiermit kann man tolle Gestaltungsmöglichkeiten erzielen. Tolle Sache. Also das fand ich mega cool, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Aber wie gesagt, hier müssen wir ordentlich Cleanup vorher machen, definitiv. Filterlos, klappt grandios. Ja, guck, wie schön da unten die Pflanze wächst. Das Unsterblichkeitskraut. Ja, die muss aber hoch an der Wand, die wächst schon über den Teppich rüber. Das wird jetzt ein neues Projekt. Das ist aus dem Pflanzenbereich. Hier haben wir die TC-Pflanzen drin. Übrigens habe ich die mit hier beigestellt. Ja, die stand wie gesagt vorher hier unter dem Glas, ne? Damit sich gut feucht halten kann, aber jetzt steht sie hier tatsächlich drin, das ist in der Verfahrensweise doch einfacher. Das haben wir jetzt übrigens nur noch leicht aufgelegt, um das Ganze zu akklimatisieren, aber das nur nebenbei, denn es geht um das hier. Das schauen wir jetzt mal genauer nach. Ich weiß nicht, wie es aussieht da drin, wir haben ja hier Garnelen tatsächlich auch drin. Guck mal, da ist eine. Das scheint sogar eine Eiertante zu sein, lachst du dich kaputt. Ja, das ist unser ewiges, ja, Aquarium kann man eigentlich nicht sagen, ewiges Behältnis in dem Sinne. Filterlos. Hier wird nur Wasser nachgefüllt. Gefüttert wird hier eigentlich gar nicht. Mit dem Augenzwinker, ganz klar. Aber wirklich, also in dem Sinne minimalistisch, um das Wasser nicht zu belasten. Aber wir sehen hier, das Becken ist komplett zugewachsen mit Moos. Und das ist natürlich Jans vom Moos. Aber okay, wir schauen da gleich mal bitte schon etwas näher hin. Okay, wir sind doch nochmal hier. Warum? Ich habe hier mehrere Ideen, die ich verwirklichen möchte. Aber ich kann nur eine jetzt anfangs. Aber ich mal gucken, was wir noch machen. So, das ist eigentlich die Thematik, einen Raum zu schaffen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Das heißt, hier wird Wasser drin stehen, damit hier keine Luft reinziehen kann. Und hier wir im Prinzip ja, ein geschlossenes System haben. Und das können wir tatsächlich auch für Aquarienpflanzen verwenden. Oder Moose oder whatever, auch zur Gestaltung. Tolle Sache. Das werden wir auf jeden Fall beginnen irgendwann. Ich weiß aber nicht, wie gesagt, ob ich das jetzt schon hiermit mache, weil ich habe noch was anderes damit vor. So ist das, ne? Eine Idee kommt zur nächsten. Ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst. Bild mittig da hinten im Weißteil oder Gelbteil in dem Sinne. Dort ist ein Baby. Ja, glaubst du nicht, ne? Ist tatsächlich so. Also haben sich hier auch schon vermehrt drin. Die Garnelen, da. Ne, da wollte ich gerade sagen, da ist keine. Gerade schwamm hier noch eine rum. Aber das ist schon fantastisch, ne? Dass das funktioniert. Also kommt ausreichend Sauerstoff rein. So, ich versuche gleich mal zu gucken, ob wir noch mal andere drauf kriegen. Der sitzt da hinten immer noch aus am Mampfen. Scheinbar ist da oben an dem Rand tatsächlich dann. Das hier ist Huminstoff. Da hatte ich mal zugegeben, ein Tropfen. Da ist mir was da drüber dran gelaufen. Das werde ich mal sauber machen gleich. Aber das ist schon eine fantastische Welt hier. Das sage ich dir. Das ist spannend anzusehen. Wo ist denn jetzt noch eine? War noch mehr drin? Ich glaube, drei waren insgesamt drin. Das waren damals so ganz kleine Babys gewesen. Ja, ist so. Ne? Wenn du sie suchst, dann findest du sie nicht. Ist halt so. Machst du nichts. Ne? Aber was soll's. Nichtsdestotrotz, eine tolle Welt. Guck mal. Jetzt haben wir sie einmal rumgedreht hier. Schon interessant. Also die holen sich das Futter auch von der Oberfläche dann. Ne? Was sich da so entwickelt, was sich da ganz genau alles entwickelt, kann man natürlich nicht sehen, auch insgesamt hier. Dafür bräuchte man ein Mikroskop, wo man das dann filmen könnte. Ja, tolle Sache. Also es ist schon faszinierend. Das System funktioniert schon sehr lange hier, ne? Also das ist total genial. Wo sind denn die anderen jetzt hin? Das hast du schon gesehen, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ich auch nicht, aber vorhin habe ich so gesehen. Aber die können sich so gut verstecken hier drin. Aber okay, das mal so am Rande heute nochmal mitgenommen, wie das dann jetzt hier aussieht. Auf jeden Fall eine coole Sache. Ja gut, hier entwickeln sich natürlich auch Mikroorganismen drin, wo die von leben können. Das darf man nicht vergessen. Ne? Gut, die werden sich jetzt nicht zuhauf hier vermehren. Sollen sie auch nicht. Wenn denn, dann muss ich sie rausnehmen. Ja, okay. Und wir kommen schon zum nächsten Projekt. So ist das. Man kommt halt von eins aufs andere. Ne? So, wir sehen jetzt einen Haufen Steine hier. Ja. Auch das Gefäß ist abgedeckt. Ich habe übrigens immer alles abgedeckt. Ne? Nicht, dass mal irgendwas reinfällt oder reinkommt. Das sollte schon ganz wichtig sein. So, okay, wir sehen hier Steine. Und zwar das Erste, was ich gemacht habe, ich habe die Steine verklebt zu einer Höhle.
Ja, tolle Sache, muss ich sagen. Man kann zwar so ein bisschen von dem Aquariumkleber erkennen, aber wenn das im Aquarium erstmal eine Zeit lang drin ist, dann sieht man das nicht mehr. Tolle Sache, ne? Richtig genial. Übrigens hat der Stein Gott sei Dank tatsächlich einen pH-neutralen Wert. Ich gehe davon aus, dass es wohl ja so ein Sandstein sein wird, so ein rötlicher. Die habe ich gesammelt aus Kies und zwar, ach, wie heißt das jetzt? Weserkies, genau. Der ist ja verschiedenfarbig. Da sind ja alles möglichen Steine drin. Ne? Und da hatte ich mal Zeit gehabt. Das war so ein Just for Fun Ding hier. Da waren mehrere übereinander, das ist mir dann umgefallen war. Sollte man nicht zu viel auf einmal verkleben. Und das hier ist auch etwas ganz Besonderes, denn wir haben bei den Aquarien oft ja die Tatsache, dass wir flachen Bodengrund drin haben. Ne? Von hinten sieht es so aus. Ich drehe das nochmal kurz und vorne so. Und zwar können wir damit uns ja, kleine Inseln schaffen oder ich lege das mal so hin, dass man das vielleicht mal erkennen kann. Pflanzräume, so beispielsweise. Ne? So, hier kann man jetzt Bodengrund hinterfüllen und bepflanzen. Darum geht es mir bei der Thematik jetzt. Denn wie gesagt, ich habe das Problem, dass wir halt flachen Bodengrund haben. Das hat auch einen Grund, warum das so ist, ne? Weil das einfach in der Pflege ist. Ja, und somit haben wir jetzt Raum für Pflanzen und können dort was einpflanzen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Bei dem Schätzchen hier, Schätzchen, also Schätzchen, ich sage dir du, bei der Höhle hier, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich das so belasse mit den Hohlräumen, die dazwischen sind, oder ob ich das von innen vielleicht dann doch nochmal zuklebe, dass ja, die Hohlräume, jetzt kann man es erkennen, verschwinden. Ne? Je nachdem, für welchen Zweck man das verwendet, ganz klarer Fall. Aber auf jeden Fall eine tolle Sache, dass das funktioniert mit dem Kleber, mit dem Aquariumkleber. Tolle Sache, muss ich sagen. Also das ist echt fantastisch. Da kann man sich so kleine Höhlen basteln. Ne? Ich bin mir, wie gesagt, aber nicht schlüssig. Lasse ich die Hohlräume drin? Ist das eher von Vorteil oder eher von Nachteil? Wenn jetzt hier Tiere, ja Fische in dem Sinne, ne, drin brüten, also ihre Eier pflegen, macht das Sinn, die kleinen Lücken zu lassen oder eher nicht? Was denkst du dazu in dem Sinne? Gut, beides ist jetzt möglich, ganz klarer Fall. Ne? Ich kann mir auch jederzeit neue davon machen, weil ich gehe auf jeden Fall nochmal Steine sammeln, das steht fest. Denn das ist eine total klasse Sache, wie einfach man sich ja etwas selber basteln kann. Auch das wollte ich nur mal so nebenbei gezeigt haben. Denn auch solche Sachen machen mega viel Spaß. So gerade so abends, ne, nach dem Abendbrot, dann gemütlich am Tisch so ein bisschen basteln. Tolle Sache. Auf jeden Fall. Richtig klasse. Ja, okay. Dann können wir tatsächlich auch demnächst mehr Pflanzen einpflanzen. Ich habe mir auch schon was Neues besorgt. Kann ich dir gleich auch mal zeigen. Und zwar haben wir hier die Pogostemon. Pogostemon Helferi. Die fand ich mega hübsch, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Schnecken die wegfressen. Deswegen steht die gerade noch hier im Pott. Ich habe schon mal ein kleines Stück rausgenommen. Das habe ich hier bei dem Blaubuntbarschen mit beigepackt hier vorne. So ein kleines Stück schon mal. Ja. Hier bin ich mir nicht ganz schlüssig. Hier ist auch noch die Steinwolle dran. Zum Teil hatte ich sie schon mal abgezuppelt, als ich das andere Teil auch rausgenommen habe. Aber das muss ich erst noch abmachen, dann, wenn denn das ins Aquarium kommt. Aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen Bammel, dass die Schnecken mir die wegfressen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die Pflanze, ob ich das ausprobieren soll oder nicht. Ja klar, muss ich ja irgendwie doch dann. Ne? Aber wir haben noch ein paar Pflanzen. Gut, die sind später für den Immersenbereich hier, die Farne. Die habe ich mir auch mal mitgenommen, einfach so. Ja, und dann zeige ich dir jetzt noch was Schönes. Warte mal, soll ich sie mal rausholen? Du konntest ja gar nicht richtig sehen. Ne? Das ist nämlich nicht ganz so hübsche. Ganz so hübsche ist das. Ja, okay. Hydrocotyle tripatita mini. Ja, auch das ist eine ganz tolle Pflanze. Das ist allerdings jetzt in vitro hier. Ne? Aber die ist schon gut gewachsen, deswegen habe ich die mitgenommen. Ja. Da wollen wir mal gucken, was wir damit machen. Also, das ist auch eine ganz hübsche, wie gesagt. Also, ich kaufe jetzt nicht alles Mögliche an Pflanzen, sondern nur welche, wo ich mir sage, das könnte was für uns sein, beziehungsweise ja, könnte mir gefallen in dem Sinne und das würde vielleicht funktionieren. Auf jeden Fall eine tolle Pflanze. Also, die gefällt mir, ja, sorry, vielleicht so. Die gefällt mir richtig gut. Ja, okay, muss einfach mal nach googeln, ne? Auf jeden Fall tolle Pflanze. Allerdings werde ich jetzt mal das Pappding hier abmachen, damit da mehr Licht reinkommt seitlich hier. Denn wenn da kein Licht reinkommt, dann kann da auch nichts wachsen oder nicht vernünftig. Das werde ich jetzt gleich auf jeden Fall schon mal machen. Ansonsten lasse ich die erst noch drin, bevor ich da was mit mache. Wie gesagt, ich habe viele Ideen, aber man kann ja eben nicht alles auf einmal verwirklichen, ne? Von daher mal kurz mitgenommen. Eine richtig hübsche Pflanze ist das auf jeden Fall. Vielleicht kann man sie erkennen. Ja, ich glaube doch, ne? Ja, hier sind ganz viele kleine Babys drin. Die habe ich hier ausselektiert. Und hier habe ich auch das, ich wollte gerade sagen, gebrauchte Moos. Das Moos aus dem Eimer, ja, wo die Mikroorganismen sich entwickelt haben, reingelegt.
vor zwei Tagen und habe die Garnelen dann dazugesetzt erstmal, damit sie erstmal ja, hier versorgt sind in dem Sinne. Übrigens, das funktioniert tatsächlich auch. Das geht auch über mehrere Tage. Das wollte ich einfach mal gezeigt haben. Und auch die sind hier genüsslich in dem Moos unterwegs. Ne? Tolle Sache, muss ich sagen, dass das also mit dem Moos, auch mit Mikroorganismen, funktioniert. Das ist total klasse. Also so kann man seine Babys wirklich gut versorgen. Das ist so genial. Das ist richtig heavy. Richtig heavy. Ja, okay. Das werde ich nachher wieder rausholen und heute Abend mal gucken und wieder in den Eimer zurückpacken und dann kommt wieder was Neues hier rein. Das wechsle ich dann zwischendurch einfach mal. Ne, dann kann sich das wieder neu besiedeln. Und für die Tiere ist das auf jeden Fall eine total klasse Sache. Gerade für die Babys hier drin. Ich weiß nicht, ob man die so erkennen kann. Ich glaube, ja. Guck mal. Ganze viele kleine Babys, ne? Und die brauchen natürlich entsprechendes Futter. Klar, die fressen auch Staubfutter, logischerweise. Aber ich möchte das Wasser eben nicht überbelasten. So, okay. In dem Aquarium, ja, darf so sich alles verpaaren, was drin ist. Kreuz bunt durcheinander sich mischen. Da kommen auch irgendwann nochmal andere dazu. Aber hier ist eine Überbevölkerung mittlerweile. Also es sind schon viel zu viele geworden. Und deswegen selektiere ich jetzt in dem Aquarium hier aus. Hier sind nämlich die Super Crystal Red, die Santa drin. Und hier sollen also wirklich nur die sich vermehren dürfen, die tatsächlich Santa sind. Ne? Also ohne Weißanteil im Körper. Oder nur halt ganz, ganz wenig. Je nachdem, wie viele Tiere halt drin sind, dementsprechend nach Möglichkeit ohne Weißanteil. Und hier sind ständig neue Babys unterwegs. Und wie gesagt, die selektiere ich aus. Und die dienen dann dementsprechend tatsächlich auch als Futter für die anderen Tiere. Das ist definitiv so. Ne? Also man kann nicht nur Artemia verfüttern, man kann auch kleine Garnelen verfüttern. Ja, das funktioniert tatsächlich. Komisches Bild, ich weiß, aber es hat schon Grund. Pass mal auf, ich zeige dir was. Und zwar gucken wir uns das jetzt nochmal an. Die Pflanze, die wir uns vorhin schon angesehen haben. Ich habe, wie gesagt, jetzt das Etikett drumherum weggemacht, damit überall Licht reinkommt. So, ich habe jetzt überlegt, was mache ich damit? Klar, Aquariumpflanze, ab ins Aquarium damit, ne? Und mal gucken, wo und wie man das verwenden kann. Wie das schneckentechnisch aussieht, wie das gefressen wird und so, wie sich das entwickelt, unter welchen Parametern am besten. Aber wir gehen hier anders vor. Ja, ganz klarer Fall. Wir machen eine Growbox und werden diese Pflanze in der Growbox kultivieren, vermehren, damit wir dann mehr, also nicht so viel, sondern so viel haben, damit wir damit ja, Experimente machen können. Das ist dann wesentlich einfacher, als wenn ich jetzt versuche, diese Portion hier auf die Becken zu verteilen, um da irgendwas zu gucken, was da passiert, sondern ganz klarer Fall, jawohl, wir machen eine Growbox und das würde ich sagen, machen wir dann im nächsten Aquaristik- oder Aquabotanika-Film, je nachdem. Okay. Am Rande nochmal kurz erwähnen, bei dem großen Aquarium, hier haben wir morgens ein pH-Wert von 6,8 bis 6,9. Und abends liegen wir ungefähr bei 7,4. Ja, wir haben jetzt Nachmittag, aber gegen Abend liegen wir dann bei 7,4. Das nur noch mal so mitgenommen, weil das vergessen auch die meisten, dass der pH-Wert nicht gleich pH-Wert ist im Aquarium, sondern er sich im Laufe des Tages einfach mal verändert. Das ist halt so. In der Thematik, was jetzt den pH-Wert angeht, von morgens bis abends, diese Veränderung, habe ich eins jetzt tatsächlich noch gar nicht gemacht. Und zwar pH-Wert zu messen von morgens bis abends bei dem Becken, wo Luftströmer durchlaufen, ne? Also Luftheber in dem Sinne. Entweder durch, durch diese Blubbeldinger oder eben dementsprechend durch die Filter mit Luftheber. Weil das wäre sicherlich auch noch interessant. Aber das machen wir ein andermal, weil ist mir gerade so eingefallen. Das habe ich nämlich tatsächlich noch gar nicht gecheckt, denn wir haben hier bei diesen Varianten, hier wo wir halt den Spudelstein, Luftstein drin haben, tatsächlich einen höheren pH-Wert von 7,5 ungefähr. Aber ich habe es jetzt noch nicht wirklich komplett gecheckt, von morgens bis abends, bin ich ganz ehrlich. Aber das werde ich dann auf jeden Fall noch machen. Aber heute nicht mehr. Dann kommen wir jetzt zum Ende. Ich habe den Schlauch hier übrigens hingehangen, damit er sich so ein bisschen ja, entrollt, könnte man sagen, damit er sich so ein bisschen in die Länge zieht. Denn ansonsten hast du immer so Kringeldinger, weiß Bescheid. Ne? So, Heuaufguss ist eine ganz tolle Sache, muss ich sagen, dass die Reaktion innerhalb von 2 Tagen tatsächlich schon so extrem ist. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber auch hier Versuch macht klug, einfach mal machen, nicht lange lachen, weiß Bescheid. Ne? Man kann viel lesen, man kann viel Informationen holen. Am besten, man macht es einfach mal selber. Aber mal gucken, was passiert denn dann? Ich habe auch viele Sachen einfach rumstehen, ne, wo ich irgendwas mache und dann steht das einfach rum. Ist so. Und ich beobachte das. Was passiert da? Was entwickelt sich da? Ne, das ist tatsächlich die interessanteste Variante, irgendwas zu erfahren. Ne? So, jetzt ist aber auch so, hier entsteht natürlich auch CO2. Da stellt sich mir jetzt die Frage, ob wir das noch anders nutzen können.
in der Pflanzenthematik, in der Growbox zum Beispiel. Ne? Jetzt nicht unbedingt so auf der Menge, wie es hier ist, aber vielleicht ein anderes Verhältnis oder andere Behälter oder was immer. Da gibt es sicherlich auch ganz interessante Sachen, die man einfach mal ausprobieren kann. So, dann kommen wir noch einmal kurz zum Thema Gubi. Wir haben jetzt nach circa 3 Wochen, nicht ganz 3 Wochen sind die Babys jetzt alt, eine Umsetzung gemacht, den Umzug, damit sie mehr Schwimmraum haben, sich besser entwickeln können. Natürlich müssen wir auch hier kontinuierlich füttern, das heißt also nicht einmal am Tag, sondern durchaus 2, 3, auch 4 Mal, je nachdem, wie man Zeit hat. In kleinen Mengen füttern. Man sieht das ja an den Bäuchen, wie die sich entwickeln. Ne? Also nicht einen Haufen Futter reinschmeißen, gucken, bis der Bauch dick ist und den Rest Futter zählen, was zu viel reingemacht hast. Nee, kleines bisschen, ne? Und dann gucken, wenn die Bäuche dick sind, dann ist okay. Da hast du ein paar Stunden Ruhe. Ja, nicht du, sondern die Fische. Klar, rein theoretisch müsste man sie nicht fortlaufend immer wieder füttern. Aber es ist besser für die Tiere in der Entwicklung. Ne? Es ist so, wenn du einen vollen Bauch hast, dann wächst. Ne? Ist besser, als wenn der Bauch wieder ganz klein ist, nichts mehr drin ist und du schwimmst rum und bist auf der Suche und ne, verbrauchst Energie, aber kriegst keinen Nachschub. Also dann gucken doch schon, dass die Babys sich ordentlich entwickeln, also immer schön dicke Bäuche haben, damit sie kräftig wachsen können. So, warum komme ich jetzt mal zu dem Thema? Nach circa 3 Wochen haben wir sie umgesetzt, so, damit sie sich besser entwickeln. Das nächste ist jetzt die Trennung der Tiere. Wir haben jetzt 2 Schläge im Prinzip von 2 Weibchen, also Jungen. Babys von 2 Weibchen, die werden also separat gehalten, deswegen auch die beiden Boxen. Ne? Das eine Weibchen, die Jungen kommt da rein, von dem anderen Weibchen, die Jungen kommt da rein. Und dann kommt bald irgendwann die nächste Trennung, und zwar Weiblein und Männlein. Die müssen wir voneinander trennen, damit sie sich nicht zu früh verpaaren, weil dann bringt die Zucht nämlich gar nichts mehr, weil da kommt wieder Mischmasch bei raus. Und von daher trennen wir sie und suchen uns später die allerbesten Tiere raus und setzen die dann gezielt zusammen, um sie zu verpaaren, um davon den Nachwuchs halt weiter zu ziehen. Und das machen wir dann fortlaufend, um halt eine Zucht in dem Sinne in Gange zu bringen, damit die Tiere sich so entwickeln, wie wir das möchten, beziehungsweise in dem Fall, wie ich das möchte. Von daher gehe ich das jetzt so akribisch auch an tatsächlich. Wie gesagt, man kann Gubbis im Becken schmeißen, sie vermehren sich 1000-fach, deswegen, ne? Millionenfach in dem Sinne. Und deswegen sind auch die anderen Fische mit im Becken drin, in dem Weißglasbecken, damit die den Nachwuchs, ja, in dem Sinne als Futter verwenden, in dem Sinne, damit die Gubbis sich da nicht unnötig massenhaft vermehren. Denn das wäre kontraproduktiv für das Becken, weil dann könnten die anderen Fische sich gar nicht da platzieren, zeigen. Irgendwann hätte man eine Explosion der Tiere und das ganze Becken wäre voll und muss gucken, wohin damit. Und deswegen, ne, dann lieber ein paar Gubbis, ein paar Fische dabei, die Babys wegfressen, und dann hast du auch Ruhe. In dem Sinne, und wenn du ein paar Babys brauchst, dann ziehst du die einfach gezielt groß. Muss jetzt nicht in der Zuchtvariante machen, kannst dann auch einfach in einem großen Behälter setzen, die großziehen und dann nimmst du ein paar raus und setzt sie wieder ins große Becken, dann kannst du verschenken, whatever. Oder ziehst von Anfang an gleich nur 5 groß oder 10, die du für deinen Becken dann wieder brauchst. Denn die Gubbis leben ja auch nicht ewig, immer brauchst du schon mal Nachschub. Damit du nicht neu kaufen musst, kannst du ein bisschen was großziehen und dann wieder reinsetzen ins Becken. Ist tatsächlich die beste Variante, als wenn man die Gubbis im Prinzip für sich lässt und sich da massenhaft vermehren lässt. Das ist nicht so toll. In dem Sinne kurz erwähnt. Ja, es gibt noch viele andere tolle Sachen hier, die wir auch im Laufe der Zeit mitnehmen werden. Weil mir macht das viel Spaß, muss ich sagen, in der ganzen Thematik Aquaristik. Also da sind wir, ja, ich möchte mal sagen, auch hier ganz klar etwas anders unterwegs als, wie soll man sagen, zumindest filmtechnisch, um so viel wie möglich zu erzählen, rüberzubringen. Das ist mir ganz wichtig, denn in der Regel, ich sag's mal so, wie ist, wenn man sich Filme anguckt, dann versucht man die Informationen rauszuziehen, aber man bekommt sie nicht wirklich. Man bekommt sie am Rande vielleicht mit oder halt trocken dargelegt. Und deswegen versuche ich auch alles im Bild festzuhalten, ne? Auch wenn du mich jetzt nur siehst, aber ich bin auch ein kleines Bild. Und von daher, ja, tolle Sache, auch mit den Pflanzen hier. Es ist einfach nur fantastisch anzusehen, wie Natur sich entwickeln kann, wenn wir dementsprechend auch eingreifen können. Und ja, wir versuchen einfach so viel wie möglich mitzunehmen, ne? Und deswegen jetzt auch Mikroorganismen, lebende Mikroorganismen zum Füttern für Fischbabys oder für Garnelenbabys. Also das ist eine ganz tolle Sache, muss ich sagen. Das ist fantastisch. Also richtig genial. So, okay, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Aquaristik. Ja, dann haben wir jetzt tatsächlich so nach und nach Fischhaltung, Zucht im Gange und dementsprechend alles, was so dazugehört. Auch filterlos, das interessiert mich brennend, auch Filter, verschiedene Filtermöglichkeiten, deswegen auch das Lavagranulat, was ich vorhin anfangs gezeigt hatte. Da habe ich nämlich auch schon Ideen, die kopftechnisch in der Entwicklung sind. Das dauert. Das braucht alles seine Zeit, weil bei mir muss alles reifen erst eine Zeit lang und dann probiere ich es aus. Und wenn ich sehe, wow, oder ich die Faktoren, die ich schon kenne, mitnehme in diese Projekte rein,
dann ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn man ganz von vorne anfängt und man denkt so, ach komm, Leitungswasser und schmeißt ein paar Steine rein und entwickelt sich schon irgendwas. Nee, alles ist so in dem Sinne Feintuning. Das macht also echt mega viel Spaß. Auch wenn es ganz viel Kopfarbeit ist, das ist so. Ne? Also das gehört einfach dazu, auch Informationen holen, logischerweise lesen, Filme angucken, gehört alles dazu. Aber wie gesagt, die beste Variante ist, wenn man selber ausprobiert. Einfach mal machen, nicht lange lachen, weiß Bescheid. Natürlich, klar, im Sinne der Tiere, das ist schon ganz logisch. Ne? Aber auch hier nochmal ganz kurz gesagt, ich habe nicht das Problem, auch Garnelen zu verfüttern. Ne? Es sind ja kleinste Lebewesen in dem Sinne für etwas größere Fische. Und ja, denen geht es dann richtig gut. Ist so. Okay.